Machen wir eine Zeitreise zurück in die Vergangenheit bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts. Dort treffen wir auf eine faszinierende Persönlichkeit mit dem klangvollen Namen Graf Cagliostro. Diese beiden Mörser stammen aus seinem Labor. Cagliostro versuchte, wie viele seiner Zeitgenossen, aus unedlen Metallen Gold zu machen. Cagliostro war jedoch nicht nur Alchemist, sondern auch Zauberkünstler. Für seine Zauberkunststücke verwendete er ganz spezielle Materialien, die bei seinen chemischen Experimenten im Labor entstanden. Diese Kugeln haben eine ganz spezielle Molekularstruktur, von der man heute gar nicht mehr weiß, wie sie überhaupt zustande gekommen ist. Mit solchen Kugeln und seinen Mörsern führte Cagliostro dem Publikum etwa folgende Kunststücke vor. Er ließ eine solche Kugel mit Hilfe des Stößels aus der Hand pop, unter den Mörser wandern. Noch einmal aus der Hand. Es gab damals immer wieder Leute, die nicht glaubten, dass er die Kugel tatsächlich in der Hand hielt. Aber seien wir ehrlich, wenn er die Kugel nicht in der Hand gehalten hätte, wäre das Ganze ja überhaupt nicht magisch gewesen. Mit einem Kunststück wurde Cagliostro weiterum berühmt. Er ließ mit Hilfe des Stößels die Kugel unsichtbar von diesem Mörser unter diesen Mörser wandern. Aber nicht nur das, er ließ auch noch die Kugel aus diesem Mörser unter diesen Mörser wandern, das heißt, die beiden Kugeln hatten den Platz getauscht. Ich meine, wer kann heute so etwas noch? Das Ganze lief wie folgt ab: Er ließ zunächst die Kugel aus diesem Mörser unter diesen Mörser wandern. Das heißt, unter diesem Mörser befand sich keine Kugel mehr, unter diesem Mörser lagen zwei Kugeln. Das hat man zwar nicht gesehen, aber man wusste es einfach. Das alles war nur möglich mit diesen speziellen Materialien. Diese Kugeln sind genauso solide und hart wie die Mörser und trotzdem können sie die Mörser durchdringen. Irgendwie muss man dazu nur den richtigen Zeitpunkt erwischen. So. Als Alchemist hatte Cagliostro gegenüber anderen Zauberkünstlern einen Vorteil. Wenn eine solche Kugel abhanden kam, stellte Cagliostro einfach eine neue Kugel her. Oder wenn bei einer Zaubervorstellung ein Zuschauer eine solche Kugel mitgehen ließ, fabrizierte Cagliostro eine neue Kugel. Ob es ihm irgendeinmal bei all seinen Experimenten gelungen ist, aus diesen speziellen Materialien Gold zu machen, ist bis heute nicht geklärt. Als man jedoch nach seinem Tode das Labor aufräumte, hat man etwas gefunden, von dem man bis heute nicht weiß, wo es hergekommen ist. Nämlich zwei große, massive Kugeln aus purem Gold.